Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Ergebnis. Sind Sie zufrieden? Ja, ich bin hochzufrieden. Also es ist ein überwältigendes Vertrauen, was mir entgegengebracht wird. Und ich freue mich natürlich sehr, dass ich so viel Unterstützung heute mit auf den Weg gegeben bekomme und freue mich auf den Wahlkampf mit den Genossinnen und Genossen. Ich möchte natürlich diesen Wahlkreis 46 auch wieder direkt für die SPD gewinnen. Ja, also zur Veranstaltung selbst möchte ich noch mal eine Frage stellen. Und zwar, es war ja heute mit eine Präsenzveranstaltung. Ist das aus Ihrer Sicht okay oder hätte man das auch anders lösen können? Ja, es gibt mittlerweile ja auch andere Möglichkeiten, die wir mit dem Bundeswahlgesetz eingeräumt haben, dass man zum Beispiel einen Teil von so einer Veranstaltung digital macht und beispielsweise digital eine Rede hält. Das macht es aber natürlich auch für andere Kandidatinnen und Kandidaten dann schwieriger, auch kurzfristig sich noch dazu zu entscheiden, zu kandidieren. Deswegen haben wir uns, um auch allen demokratischen Maßstäben gerecht zu werden und rechtssicher die Aufstellung unseres Bundestagskandidaten durchführen zu können, haben wir uns für diese Präsenz entschieden. Wir haben eben deshalb große Sicherheitsvorkehrungen im Vorfeld auch in Kauf genommen, mit Masken, mit Tests im Vorfeld und natürlich auch mit ganz viel Abstandhaltung in einem großen Saal, der für 600 Personen ausgelegt ist, mit maximal 75 Personen, die anwesend sind. Und damit haben wir alle Sicherheitsvorkehrungen erfüllt und deswegen glaube ich, es ist der beste Weg, um auch rechtssicher und unanfechtbar eben demokratischen Maßstäben gerecht zu werden. Wären Sie denn auch dafür, dass man solche Maßnahmen auch mehr vielleicht in andere Bereiche trägt, wie den Einzelhandel, dass man da auch wieder mehr in die Öffnung gehen kann? Na, wir schauen uns ja im Moment, wenn wir uns die Inzidenzen anschauen, wenn wir uns anschauen, wie sich die Zahl der Menschen entwickelt, die von Corona auch negativ gesundheitlich betroffen sind, dann steigen die Zahlen leider im Moment wieder. Von daher werden am Montag, wenn sich die Kanzlerin und die Bundesregierung mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammensetzt, aus meiner Sicht möglicherweise wieder Schritte nicht Richtung Öffnung, sondern Richtung Zurücknahme der Öffnung ergeben. Aber das werden wir am Montag sehen und ich glaube, das ist was, wo wir dann auch als Parlament natürlich intensiv darüber diskutieren werden. Okay, ganz kurz, wo sehen Sie die inhaltliche Schnittstelle zwischen dem Bundestagsgeordneten Johannes Schraps und dem Weserbergländer Johannes Schraps? Na, die ist ganz eng. Ich bin als Weserbergländer in Berlin und vertrete die Region in Berlin. Und das ist meine Aufgabe. Jeder Wahlkreis im Bundesgebiet darf einen direkt gewählten Abgeordneten nach Berlin entsenden. Und dann vertrete ich natürlich auch meine Heimatregion da. Okay, dann mache ich es konkreter. Ich meine es inhaltlich. Wo können Sie also Themen aus dem Weserbergland im Bundestag vertreten, also tatsächlich vertreten, die jetzt mal, sage ich jetzt, nicht überregionale Themen sind, wie die Osteuropapolitik, wo Sie ja auch einen Schwerpunkt haben, oder die Europapolitik? Na, jeglicher Themenbereich, der in Berlin diskutiert wird, betrifft auch uns im Weserbergland, auch die Europapolitik. Europa ist die Grundlage dafür, dass wir so leben können, wie wir hier leben, in dem friedlichen Umfeld mit Frieden seit über 70 Jahren. Und insofern ist das schon was uns hier auch im Weserbergland betrifft. Es gibt natürlich auch ganz konkrete Fachpolitiken, mit denen ich eben auch zu tun habe. Beispielsweise eben, das habe ich in meiner Rede genannt, als Koordinator der Weseranrainerabgeordneten, die von Nordhessen über Niedersachsen bis nach Bremen hoch alle Abgeordneten umfasst, die ihren Wahlkreis an der Weser haben. Und da haben wir in den letzten 4 Jahren deutliche Fortschritte hinbekommen, hin zu einer salzfreien Weser, beispielsweise durch die Verhinderung der Werra-Bypass-Pipeline, die K&S öffentlich angekündigt hat. Aber es gibt zahlreiche weitere Themen, wo man natürlich auch für die Region im Weserbergland was tut. Da gehört auch der Haushaltsausschuss dazu mit zahlreichen Projekten, wo Gelder ins Weserbergland geflossen sind, im Städtebau, in den Sport, in der Sportstättensanierung. Also da gibt es einiges, wo man natürlich ganz konkreten Bezug hat, auch als Wahlkreisabgeordneter. Okay, Sie haben eben in Ihrer Rede gesagt oder sich gefragt, warum mancher Minister noch im Amt ist. Wen haben Sie denn da konkret gemeint? Ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt doch die ein oder anderen Minister, wo man doch sehr unzufrieden mit der Performance sein muss. Ich wundere mich, das sage ich ganz offen, dass ein Andreas Scheuer mit den Skandalen, die er in den letzten Jahren so produziert hat, dass der wirklich noch im Amt ist. Da gab es andere Minister, die wegen viel weniger zurückgetreten sind. Aber ich wundere mich ehrlicherweise auch, wenn ich einen Peter Altmaier sehe und die Umsetzung der Auszahlung der Corona-Hilfen, gerade der November-Hilfen und der Dezember-Hilfen, die vom Bundeswirtschaftsministerium koordiniert werden. Da hat ein Finanzminister Olaf Scholz viel, viel Geld zur Verfügung gestellt und, glaube ich, große Hilfen und große Hilfsbereitschaft gezeigt und gezeigt, wie man ein Land durch so eine Krise führt. Aber da muss die Auszahlung auch funktionieren. Das hat über die Landesbanken im letzten Frühjahr auch funktioniert, dass die Soforthilfen, dass die Überbrückungskredite schnell ausgezahlt werden. Das weiß ich von vielen Betroffenen hier in der Region, dass das im Dezember und im November mit den Novemberhilfen so nicht geklappt hat. Das liegt eindeutig am Wirtschaftsministerium. Und auch da wundere ich mich, dass da überhaupt keine Konsequenzen gezogen werden.
Stichwort Maskenaffäre. Vor dem Hintergrund dessen, was da passiert ist, was wären denn Ihre Forderungen? Was muss jetzt passieren? Ich habe das auch in meiner Rede genannt, dass ich gerade auch mit den jungen Abgeordneten für viel, viel mehr Transparenz im politischen Raum eintrete. Wir haben zum Beispiel auch zu Beginn der Legislatur schon gefordert, dass Ausschusssitzungen im Bundestag grundsätzlich öffentlich stattfinden. Das ist noch nicht der Fall. Wir haben damals schon ein Lobbyregister gefordert, was jetzt nur durch die Affäre von Philipp Amthor oder eben auch durch die jetzige Maskenaffäre eigentlich nochmal Wind hinter die Segel bekommen hat. Und wir hoffen, dass wir dieses Lobbyregister jetzt in den kommenden Wochen, wo wir noch bis zur Sommerpause 6 Sitzungswochen in Berlin haben, dass wir das noch umsetzen, weil ich glaube, es ist dringend nötig, und das zeigt diese Maskenaffäre eben auch, dass Moral und Anstand in der Politik eben auch ganz eng damit zusammenhängen, ob man sich da bereichert oder nicht. Das liegt mir vollkommen fern und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Vielen Dank, Herr Schrapp.